Hallo und herzlich willkommen zu Bloons Tower Defense Teil 5. Ich habe ja schon ein paar Videos, ich glaube insgesamt waren es drei Videos zu Teil 6 gebracht. Das ist bisher der einzige Teil, den ich auf dem PC gespielt habe. Mit Teil 5 habe ich aber erst zur Reihe gefunden, habe ich aber auf dem Handy gespielt. Und jetzt zum Black Friday Sale habe ich den mal für 81 Cent abgegriffen. Und ja, ich dachte mir einfach, ich spiel mal meine erste Runde mit euch. Vielleicht spiele ich auch einfach mehrere Runden. Aber ihr seht, ich bin Rang 1. Ich habe Erfahrung mit dem Spiel, mit der Spielreihe im Allgemeinen. Aber ja, Teil 5 ist so ein bisschen umfangreicher als Teil 6, aber auch ein bisschen Mobile-Game-mäßiger. Es gibt mehr Pay-to-Win-Aspekte. Aber ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal direkt in die Runde rein. Keine Sorge, ich erkläre euch das Spielprinzip gleich. Also man hat hier halt so eine Strecke. Wir gehen einfach mal rein. Und zwar erstmal auf leicht. Einfach, damit ich euch mal die Grundprinzipien des Spiels zeigen kann. Kaufe hier... Ach, jetzt kriege ich das scheiß Tutorial. Nein, das will ich nicht. Also ja, wir haben hier unsere verschiedenen Affen. Die kosten Geld. Hier haben wir unser Geld und hier sind unsere Leben. Die können wir uns scheinbar auch dazu kaufen. Nein, das will ich nicht machen. Ja, jetzt gerade haben wir noch nichts freigeschaltet, weil ich noch nicht gespielt habe. Hier seht ihr, ich bin Rang 1. Ich kann XP sammeln. Und dann schalte ich neue Türme frei nacheinander. Hier unten, das sind eigentlich die zwei besten Türme. Hier die drei. Die habe ich auch immer am meisten gesetzt. Und ja, es kommen jetzt halt Ballons hier an der Strecke lang. Und wir müssen unsere Affen hier hinsetzen. Das schwarze hier ist deren Range. Und wir können die upgraden. Noch kann ich sie nicht upgraden. Einfach... weil es zu teuer ist, nicht weil es zu teuer ist, sondern weil ich es noch nicht freigeschaltet habe. Ich kann ja auch umstellen, auf was sie gehen sollen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen direkt rein. Und der Wurfallaffe regelt auf jeden Fall. Das ist so ziemlich einer der schlechtesten Affen, aber... ah, schon sind wir Rang 2 und haben den Reißnagelwerfer freigeschaltet. Hier, der kostet 300, 305, sieht man da. Schießt 8 Reißnägel in alle Richtungen. Jeder Reißnagel kann einen Blumen platzen lassen. Ja, perfekt. Wir haben gerade $600. Einfach, weil der Wurfallaffe nicht so viel kostet. Dann setzen wir einfach mal Reißnagelwerfer hier hin. Warum auch nicht, ne? Der wirft jetzt einfach so Reißnägel. Und ja, als nächstes dürfen wir dann einen Levelaufstieg hier kriegen und einen Upgrade für den. Okay, der hat mehr längere Reichweite. Und dieses Hinter verändert sich auch äußerlich. Hier haben wir auf jeden Fall auch den XP-Fortschritt. Hier, es gibt auch verschiedene Balloon-Arten. Ihr habt gesehen, jetzt kommen zum Beispiel blaue. Die kommen einfach immer mehr. Es wird pro Runde mehr. Und ja, wir haben jetzt den Sniper-Affen freigeschaltet. Es geht am Anfang alles echt schnell. Ihr seht, wir sind in Runde 4 von 50. Es kommen immer mehr von diesen Balloons in den Runden. Und wir müssen halt einfach regeln, dass die nicht hier in den Ausgang kommen. Das ist eigentlich ein recht simples Spielprinzip, aber es ist ziemlich komplex, wie es umgesetzt wurde. Hier gibt es Spezialagenten, die kosten hier diese Ingame-Währung. Keine Sorge, das ist keine Pay-to-Win-Währung. Die schaltet man sich einfach so frei. Also die kann man sich, glaube ich, auch dazu kaufen, aber das muss man nicht machen. Ja, da gibt es zum Beispiel den Bananenbauer. Den kann man sich kaufen, wenn man hier die Bananenplantage haben will. Denn die kann, also wenn man die hinsetzt... dann farmt die Geld für einen und normalerweise muss man das selber aufheben, was die da droppt, aber das kann der Affenbauer dann für einen machen. Ja, und das war's eigentlich schon vom Spielprinzip her. Es gibt verschiedene Rundenmuster, das heißt irgendwie, ich weiß nicht, welche Runde das hier war. Oh, zwei neue Sachen, zwei neue Upgrades freigeschaltet, perfekt. Nehmen wir einfach mal direkt, ne, schneller schießen, warum auch nicht. Haben wir genug Geld. Und ja, zum Beispiel in Teil 6 war es so, dass in Runde 40 so ein riesiges Schiff kommt. In Moab heißt der. Und den muss man dann halt auch aufhalten. Hier an der Seite sieht man im Übrigen auch ganz viele verschiedene Affen. Es liegt einfach nur daran, dass das Spiel aus mir unerklärlichen Gründen in 4:3 ist. Frage mich nicht warum. Auf dem Handy ist es eigentlich auch nicht so. Wir setzen jetzt einfach mal den Sniper-Affen hin. Der hat, hier seht ihr, eine kleine Range und denkt wahrscheinlich jetzt erstmal, wait, what? Sniper-Affe sollte doch eine krasse Range haben. Hat er auch. Der kann nämlich überall hinschießen. Das ist einfach nur, keine Ahnung, warum die Range da ist. Ich glaube, die waren einfach zu faul, das bei dem auszuprogrammieren. So, ja, die Regeln jetzt erstmal. Und wir haben den Bumerangwerfer freigeschaltet. Ja, es gibt halt gute und schlechte Türme. Zum Beispiel der Turm hier. Der schießt nämlich nur dahin, wo man mit der Maus hinzeigt. Und das finde ich ziemlich bescheuert. Ich glaube, das kann man auch irgendwie umstellen bestimmt. Aber trotzdem, ich mag den nicht gerne. Und ja, den Bumerang-Affen, den mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Ich weiß, dass ich ihn früher immer gerne benutzt habe auf dem Handy. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, er wirft halt einen Bumerang, relativ selbsterklärend. Hier sehen wir auch, wie viele Kills die gemacht haben.
Jetzt gerade ist der Rasnagelwerfer an der Spitze. Wir setzen die jetzt einfach mal alle, damit die XP sammeln. Ah, guck mal, da haben wir ein Level geschafft. Nagelsperren haben wir freigeschaltet. Perfekt. Die können wir nämlich hier an den Ausgang setzen. Die halten aber, glaube ich, nur für eine Runde. Die sollte man dann auch nur machen, wenn man es wirklich braucht, wenn die Blooms gleich durchkommen. Gleich. Ja, das ist eigentlich gerade relativ... Ist gut, dass ich in leicht gegangen bin, weil sonst... Ups, sorry. Ist es ein bisschen zu viel, wenn man halt noch nichts freigeschaltet hat. Und ein neues Scharfschützen-Upgrade und ein Bumerangwerfer-Upgrade. Perfekt. So, nehmen wir natürlich direkt an, weil wir haben genug Geld. Ja, mein Plan ist es, ich möchte euch vielleicht so ab und zu mal mitnehmen. So, wenn ich ein paar neue Sachen freigeschaltet habe, mache ich dann vielleicht noch ein Video. Oder der Ninjaffe, yay, der kann nämlich von Anfang an Tarnbloons treffen. Es gibt auch Getarnte, die können dann nur mit bestimmten Upgrades oder eben mit bestimmten Türmen getroffen werden. Also ja, es gibt auch Spezialmissionen, die würde ich dann auch gerne mal in einem Video machen, weil die halt was kniffliger sind. Und sonst ist es halt einfach nur dieses simple Spielprinzip hier. Und ich glaube, dass es nicht so interessant ist, jetzt einfach immer wieder dasselbe Spielprinzip aufzunehmen, ohne irgendwelche Besonderheiten. Deswegen werde ich vielleicht gelegentlich irgendwelche Challenges aufnehmen. Und ich glaube, ich setze den Jungen mal hier hin. Wir brauchen auch langsam mal was gegen getarnte Bloons. Hat natürlich doch keine so große Reichweite. Aber das ist ja nicht schlimm. So, wir haben eigentlich alles, was wir nehmen können. Noch mal hier, Langstreckennägel. Ja, Teil 6 ist mit den Upgrades sehr viel umfangreicher. Denn hier ist es so, hier seht ihr diese Felder. Man kann immer in eine Richtung 4 skillen und in eine andere nur 2. In Teil 6 ist es so, dass es insgesamt 3 Richtungen gibt und insgesamt 6 Upgrades pro Richtung. Also sehr viel mehr Umfang. Aber es geht immer noch dasselbe Prinzip von wegen, man darf nur 2 in eine und 6 in die andere gehen. So, und die Bombentürme zum Beispiel, die sind gut gegen die Bleibloons. Die gibt es auch. Ja, Bleibloons, ich weiß, passt nicht so gut zusammen, aber das ist ja nicht so wichtig, Leute. Es geht um den Fun. Haben wir überhaupt irgendwas Neues freigeschaltet oder nur den Bombenturm? Schauen wir nur den Bombenturm. Also ja, hier geht es jetzt am Anfang erstmal darum, alles freizuschalten. Oh, rot erneuerte Bloons. Ja, die gibt's auch. Die regenerieren sich aber immer, wenn man sie nicht trifft. Aber die sind eigentlich nicht so schwer, wenn man alles auf einen Punkt konzentriert. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier durchkommen und hier erstmal die ganze Zeit lang gehen, dann sind die wieder regeneriert. Und der Eisaffe, der ist auch ganz gut eigentlich. Kommt, wie gesagt, auch darauf an, worauf man ihn skillt. Ich setze ihn mal hier hin, falls irgendwas durchkommt. Ist halt ein bisschen blöd, jetzt alles so planlos hinzusetzen, ne? Eigentlich setze ich den Eisaffen nicht so oft. Und der Ninja-Affe hat ein neues Upgrade. Ninja-Disziplin. Oh, schwarze und weiße Bloons. Schwarze Bloons und weiße Bloons sind klein, enthalten aber 2 rosa Bloons. Schwarze Bloons sind gegen Explosion immun und weiße Bloons gegen Einfrieren. Zebra Bloons sind gegen beides immun. Alter. Heftige Jungs auf jeden Fall. Wir sind schon Rang 8. Das ging schnell. Aber ja, es sind auch wie gesagt die ersten Runden. Oh, Levelaufstieg, Bumerangwerfer. Heftig. Nice. Ja, und irgendwann muss man sich dann halt, wie gesagt, für eine Richtung entscheiden. Warum kriege ich die ganze Zeit Level up? Das ist der Bombenturm und der Scharfschützenaffe, ne? Ja, schneller feuern. Das wäre auch die Richtung, auf die ich immer gehen würde. Und extra Reichweite nehme ich ja gerne. Tarnbloons, ja, wie gesagt, die Tarnbloons sind sehr gefährlich, weil die meisten Türme sie nicht treffen können. Jede Bloonart kann sich tarnen. Und das machen alle Bloons, die aus diesem hervorkommen. Was? Jede Bloonart kann sich tarnen und das machen alle Bloons, die aus diesem hervorkommen. Okay. Sie können nur von Türmen getroffen werden, die Tarnbloons entdecken können. Ach, wirklich? Beispielsweise vom Ninja-Affen. Ja, den habe ich ja, wie gesagt, schon gesetzt. Das ist der Weiße hier. Benutze im Notfall Nagelsperren, um sie platzen zu lassen. Ja, das sind die hier. Wow, das war ja richtig schwer. Naja, wir haben halt einen gut geupgradeten Ninja. Wer toppt denn im Moment alles? Oh, der Klebstoffschütze, den ich absolut nie benutze. Ja, der kann halt auch die Bloons quasi verlangsamen. Und den setze ich jetzt aber auch nur hin, einfach für XP. Ich weiß nicht mehr, ob das irgendwas bringt oder ob ich immer gleich viel XP sammle. Egal. Okay, die kommen jetzt schon ziemlich durch. Na, passt schon. Rufallaffe, neues Upgrade. Ich habe aber 2000 Geld. Leute, das ist viel. Und die Bleibloons, die ich vorhin erwähnte. Da kann aber, wie gesagt, mein Bombenturm was gegen ausrichten.
Und wir haben schon 8 Türme freigeschaltet. Das ist doch ganz nice. Levelaufstieg für den Eisturm. Nice. Gehen wir einfach mal auf das. Macht ihm eine höhere Range. Oh. Oh Gott. Ich bin fast tot. Und jetzt haben wir die Ananas freigeschaltet. Die ist auch gut. Ich würde einfach so sagen, ich setze mal einen zweiten Bombenturm. Denn von all denen, die wir gesetzt haben, ist das eigentlich mein Favorit. Nochmal auf die extra Reichweite, weil das ja das einzige Upgrade ist, das wir haben. Too much. Ich verliere gerade auf einfach. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Nagelsperre. Komm zurück. Das war dumm. Wow. Mann, du Sniper-Affe, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Okay, Alter. Oh mein Gott, jeder hat ein Upgrade bekommen gefühlt. So, größere Bomben, größere Bomben, größere Bomben. Klebstoff, noch schneller schießen. Der nicht, der schon. Oh mein Gott, alle haben Upgrade bekommen. Okay, nicht alle, aber die meisten. Ach, guck mal, mein Wurfballaffe kann auch getan zu treffen. Sieht man auch hier, ist das letzte Upgrade. Kann immer das nächste sehen, was das ist. Das Katapult. Ich schieße sogar weiter, kann Tarnung aufdecken. Ja. Ist doch alles nice. Schalten wir jetzt gleich endlich mal den nächsten Turm frei. Das wäre nett. Und ja, das ist hier zum Beispiel das stärkste Upgrade, finde ich. Der Freibeuteraffe. Das ist ein Wasserturm. Das heißt, wir können ihn nicht setzen, weil hier kein Wasser ist. Das wäre zum Beispiel einer der Spezialagenten. Ja, voll der Agent, ne? Wasser. Hier, tragbarer See für 40 Affengeld. Wir haben gerade nur 200. Hat man von Anfang an. Und für diese Runde kriegen wir zum Beispiel hier 140. Oh, ich will nicht ihn einfach verlieren, bitte. Mann, das ist alles so peinlich. Ich meine, ich bin richtig krass in diesem Modus. Das Spiel ist so unfassbar schwer. Ich bin gerade so gut. Nein, Leute, das ist leider eine Lüge. Schön wär's. Und der Bombenturm hat ein Level up. Splitterbomben. Woo. Hieß ihm einfach fast überall leisten können. Das können die Splitterbomben. Jeder ist gesund, schreit 8 scharfe Splitter heraus. Ah, Granaten. Das sind viele Bleibungs. Das sind viele Tarnbloons. Das sind echt viele Tarnbloons. Nein, 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 nein. Ah, unser Leben, Leute. Wir hatten mal 200. Jetzt hier. Oh, nice. 2 neue Upgrades. Ja, wir verkaufen den nochmal. Oh Gott, Schüsse können 7 Bloonschichten durchdringen. Ja, das ist schon heftig, deftig. Ja, wir brauchen jetzt mehr Schutz gegen Getarnte. Deswegen setze ich einfach nochmal einen Ninja. Denn der kann das ja, wie gesagt, von Anfang an. Wir sind in Runde 38 von 50. Ich gehe einfach mal deswegen davon aus, dass der Moab, also das Schiff, bei Runde 50 kommt. Und wir haben das Affenfliegerass freigeschaltet. Und ein paar Level-Ups bei den anderen Jungs. Keine Rakete. Ja, Raketenwerfer. Oh, der ist so gut. Gleich holen wir uns auch mal das Affenfliegerass. Ihr seht, er kostet schon echt viel. Raketenwerfer. Überall Raketenwerfer. Oioioioi. Ey, wir kommen aber trotzdem nicht gegen die an. Ach doch, kommen wir. Alles noch gut. Ah, der kann sogar Gleben werfen. Dauerfrost. Okay, wir haben eigentlich fast... wie einfach nur Raketen sind. Okay, wir setzen dann das Affenfliegers. Der fliegt nämlich einen vorbestimmten Pfad. Oh nein, jetzt sind wir auf dem Bombenturm. Hier, Zweig. Ah ja, guck mal. Wir können jetzt einstellen, ob da so eine 8 fliegen soll. Oder so. Also eine Runde. So ein Unendlichzeichen quasi. Oder einfach nur so ein Kreis. Komische KI. Ich würde sagen, das hier ist das Effizienteste, aber da fliegt die ganze Zeit aus dem Bildschirm. Ja, ich gehe mal auf den Kreis. Warum auch nicht, ne? Keramikblumen. Keramikblumen sind aus Tonerde und sind erst nach 10 Treffern zerstört. Sie haben 2 Regenbogenblumen in sich. Oh Gott. Das funktioniert ja noch ganz gut. Ninja-Affen-Upgrade. Ey, der Junge hat aber 1000 Kills. Ninja-Affe hier. Und hier. Perfekt. Warum sammelt der Wurfballaffe eigentlich gar keine Erfahrung?
Das macht doch alles gar keinen Sinn. Der arme Klebstoffschütze ist aber vollkommen useless. So, danach schalten wir den Superaffen frei. Der ist absolut OP, aber auch absolut teuer. Ihr seht, ich habe 2700, kann ich mir nicht leisten. Da seht ihr die Kosten da hinter 2975. Aber der ist halt auch super stark. Hüpfpfeile, die Bloons schnell dahin schmelzen lassen. Und ein Bombenturm-Upgrade. So muss natürlich nicht direkt. Achso, das ist gegen die Moabs. Ja, können wir machen. Let's go. Die Streubomben, ja, das sieht man auch, glaube ich. Oh 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 oh. Scheiße. Mehr Nägel. Ich kann die Nägel nicht setzen. Wieso kann ich die Nägel nicht richtig setzen? Ist das vorbei, oder? Ja. Verdammt. Ich bin zu schlecht. Danach kriegen wir den Magieraffen. Das erkenne ich doch schon. Und ich setze dann einfach nochmal einen Ninja-Affen. Ah! Verdammt. Ich bin zu scheiße. Oh nein. So, kriegen wir noch hier einen hingequetscht. Das wäre ganz nett. Da, ja, ja, ja. So. Oh. Schade. Nicht genug Geld. Aber ein Geld mangelt uns definitiv nicht. Und das Affenflieger hat ein Upgrade. Schnellfeuer. Oh, guck mal, der hat 200 Kills. Ja, das ist doch ganz gut. Wir sind in Runde 45. Ey, die Bombentürme haben einfach so viele Kills. Das ist echt heftig. Die sind halt auch die besten gegen die Schiffe. Da höre ich Blabloons. Und wir haben den Zauberaffen freigeschaltet. Und ein Upgrade für den Ninja-Affen. Ablenkung, Ablenkung. Ich weiß nicht mal, was Ablenkung macht. Aber ich gebe es trotzdem mal. Ah, da ist schon der Moab. Scheiße, wir sind tot. Scheiße. Oh, wir sind doch nicht tot. Huh, das war das Schiff, Leute. Der Junge ist krass. Ah, wir haben das Moab-Dingens für den freigeschaltet. Ich glaube jetzt aber kommen erstmal keine Moabs mehr. La la la. La la la. Okay, okay, okay. Jetzt, guck mal, so sieht der aus, wenn wir auf die Moabs gehen. So, gehen wir erstmal darauf. So, so, so. Ja, alles freigeschaltet. Außer das hier, das haben wir nicht. Denn das ist zu teuer. Was kann das überhaupt? Das kann 7 Blutschichten durchdringen. Ach so. Aber wir sind gleich durch, Leute. Wir haben es gleich überstanden. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Huh. Oh, Scharfschützenaffe, was noch freigeschaltet. Ach, guck mal, es kann auch getarnte treffen. Das ist wirklich gut. Oh, wir können uns einen Superaffen leisten, Leute. Oh, Junge, Teil 6 ist halt so viel größer. So. Aber jetzt habe ich den gar nicht ausgewählt. Da. Boah, seht ihr, wie schnell das schießt? Ich glaube, das sieht man nicht so gut. Da, doch. Ja, aber nicht schnell genug. Weg. Ja, okay. War jetzt nicht vonnöten. Ist jetzt überall Ananas drin. Ach so, ich kann einfach draufklicken. LOL. Überall Nägel. What the fuck? Nein. Was zur Hölle war das? Oh, war das Affendorf. Und neue Upgrades. Unter anderem auf des Affenfliegers. Ah, das Affendorf, das ist auch gut. Denn das hat so einen Radius und das ist quasi ein Buff. Ein einziger Buff. Eine Buffmaschine. Okay, da kam noch ein Moab. Oh Gott, Hilfe. Haben wir gerade noch ordentlich Leben verloren. Ah, der Superaffe hat Laserstrahlen freigeschaltet. Oh, wir haben es geschafft. Yay, 150 Affendollar. Und eine Münze. Wir können auch jetzt ins freie Spiel gehen, aber das mache ich mal lieber nicht. Denn, oh, wir haben neue Karten freigeschaltet. Nice. Oh, das sind aber viele Karten. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ich glaube, wir haben einfach die ganzen... hier, ihr seht Anfängerkarten. Und wir haben wahrscheinlich die Zwischenstufe-Karten freigeschaltet. Ja, haben wir. Was ist das? Der Meisterschaftenmodus gibt es nur für Elite von Bloons Tower Defense 5. Okay. Okay. Oh,
Spielstand sichern. Du machst großartige Fortschritte. Vergiss nicht, sie zu speichern. Über die Einstellungen kannst du deinen Spielstand in der Cloud speichern, indem du deinen Spielstand speicherst, ist er gesichert und kannst ihn immer wieder herstellen, wenn dein Gerät wechselst. Ach so. Nein, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber ich kann mich ja mal anmelden. Ich wollte euch nur kurz zeigen, die Münzen. Ich weiß nicht genau, wo man das macht. Nee, hier waren die Spezialagenten. Ja, hier im Affenlabor war das. Mit den Münzen, da haben wir auch gerade eine für bekommen, können wir zum Beispiel unser Startgeld erhöhen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Ein Startgeldbonus von $10. Bringt jetzt natürlich nicht so viel, deswegen gehe ich, glaube ich, erstmal auf Startleben. Wie viel bringt das dazu? Ein Bonus von 20 Startleben? Aktueller Bonus 10. Ach so. Okay, ich habe 10 Startleben. Dazu bekommt das natürlich ganz nice. Was genau das hier ist, verstehe ich nicht so ganz. Ich kann mir das nochmal durchlesen. Also ja, Leute. Ich würde sagen, falls euch das Video gefällt, würde ich einfach offscreen alle Türme freischalten. Wir gehen hier nochmal überall durch. Aber damit sich die Animationen aktualisieren. Ihr seht, hier gibt es noch ordentlich was freizuschalten. Also ich glaube, wir haben jetzt schon die Hälfte, würde ich sagen. Aber zum Beispiel die beiden hier. Das sind meine Lieblingstürme. Der Sexy auf dem Pionier, der hat gar keinen Bock auf seinen Job. Ja, der hat hier auch coole Upgrades, denn der kann so Türme setzen. Aber ja, ich würde sagen, das mache ich dann offscreen. Wir sind einfach schon Rang 15, auch nice. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.